Also die Veranstaltung ist wie immer sehr gut organisiert, also der Veranstaltungsort ist auch sehr gut gewählt. Was nehme ich mit? Ich meine, man trifft immer wieder neue Netzwerkpartner, sage ich jetzt einmal, meine Firmen, die interessante Ideen haben. Und was nehme ich mit? Zum einen Visitenkarten natürlich und zum anderen natürlich werden wir schauen, dass man das eine oder andere Thema dann vielleicht mit dem einen oder anderen diskutiert und dann weiter vorantreibt. Das Wesentliche heutzutage ist ja, in Netzwerken zu leben. Die IMB lebt es vor und zeigt es vor und ich glaube, dass das in diesem Rahmen hier sehr gut funktioniert. Natürlich haben wir was, habe ich was mitnehmen können für das Thema Innovation. Ich bin ja vor 2 Jahren mit dem Anspruch, besser zu verstehen, was im Silicon Valley passiert, rübergegangen, habe ein paar Elemente natürlich mitgenommen und wir haben natürlich da waren immer schon, behaupte ich jetzt zumindest einmal, eine relativ offene Kultur, ja, und haben einfach diesen Open Innovation Ansatz schon sehr stark praktiziert. Ist aber natürlich jetzt durch das ganze Thema verstärkt beschleunigt worden und das, denke ich, ist sehr hilfreich, um einfach in diesem Umfeld, in den Turbulenten, in dem wir tätig sind, sehr, sehr hilfreich. Was mich interessiert, ist einfach, sind die Leute, ja, die Menschen, die dahinter stecken und vor allem aus diesen diversen, unterschiedlichen Bereichen, ja, die dann wirklich auf engstem Raum zusammenkommen und halt einfach ihre Gedanken austauschen und dann halt den Mehrwert dann wirklich generieren. Ja. Also diese dann Materialwissenschaften, Biotech, Tech-Firmen, ja, also in unterschiedlichen Bereichen, die nicht irgendwo separat irgendwo stationiert sind, sondern wirklich zusammenkommen und halt über die Schiene halt dann wirklich den Mehrwert generieren.